Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Martin Krolop, kennt ihr ja schon. Hoffentlich, vielleicht auch nicht. Neben mir steht Tobias Wogon, Profi-Mountainbiker. Und wir haben heute ein lang geplantes Shooting hier im deutschen Eichen-Buchen-Fichtenwald oder was das auch immer ist. Nadelwald, ne? Ja. Leider hat Petrus nicht so mitgespielt und er hat uns Regen geschickt. Und die ganze Zeit ist schon alles im Regen, wie man hier deutlich sieht. Es prasselt halt hier auch und wir sind etwas geschützt von den Tannen. Aber das ist ein großer Faktor, der heute dazukommt, denn wir können nicht so fotografieren, wie wir eigentlich wollten. Denn wir müssen A, immer die Ausrüstung schützen oder probieren, mit der Ausrüstung so sorgsam wie möglich umzugehen. Und zweitens dann auch noch, ist es noch Probleme im Boden, mit dem Biken. Also es sind sehr, sehr viele Gegebenheiten, die das heutige Shooting sehr schwierig machen. Wir haben unterschiedliche Kriterien, die wir heute ansprechen und die ich jetzt gleich aufklären möchte, inklusive dem Lichtset, das wir heute hier verwendet haben. Eine Bildidee, die fängt immer an mit, das Bild fängt immer an mit einer Bildidee, so rum. Und wir haben uns heute erstmal hierher bewegt, den steinigen Pfad und den schmutzigen, flammigen Pfad hier hochgewagt mit der ganzen Ausrüstung, um hier anzukommen, um die Lichtgegebenheiten vor Ort zu kontrollieren. Und was wir vorgefunden haben, ist eigentlich sehr schön für ein Action-Shooting, denn es ist hier mitten im Wald relativ dunkel. Das heißt, das Umgebungslicht hat keinen hohen EV, keinen hohen Lichtwert. Und wir haben also die Möglichkeit, in einem normalen ISO 100, ISO 200 Bereich eigentlich komplett ab Blende 4 anzufangen und Licht additiv setzen zu können. So, das ist mal die Grundgegebenheit. Das heißt, wir haben einen Bereich, Ende ISO 100, Blende 4, ungefähr 160, 200 Verschlusszeit, wo wir schon mit Blitzen arbeiten können, wo das Bild eigentlich noch ein bisschen einen Ticken unterbelichtet ist. Und da haben wir jetzt das jetzige Blitzset rumgebaut, drumherum gebaut und die ganzen Sachen eingestellt. Auf das kommen wir aber später ein, denn wir waren ja bei unserer eigentlichen Bildidee. Und dann hat man kommen wir zurück zu diesem unterbelichteten, leicht unterbelichteten Bild. Wenn wir das so haben, dann wissen wir, okay, durch die Blitze wird nur der Raum wirklich beleuchtet, der durch die Blitze auch bestrahlt wird. Jetzt haben wir aber hier eine Perspektive nach hinten, die sehr faszinierend ist. Und diesen ganzen Wald, der im Hintergrund ist, der würde dann ja auch unterbelichtet und absaufen, ja, muss man so sagen. Und um den hell zu bekommen, da haben wir nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir powern mit Blitzlicht den ganzen Wald hell, Lösung 1, oder wir machen irgendwas mit dem Umgebungslicht. Und da wir hier gerade eine ganz schnelle, eine schnell fliegende Person haben, einen Mountainbiker, den Tobias, können wir nicht viel mit dem Umgebungslicht machen, denn je mehr Umgebungslicht wir einfließen lassen, umso verschmierter, umso verschwommener wird dann auch das Hauptmotiv, denn wir belichten ja während der gesamten Belichtungszeit mit dem Hauptlicht drüber das Hauptlicht, über das Umgebungslicht, den Mountainbiker und der wird dann verschwommen und bekommt dann diese Schlieren. Das heißt, unsere Lösung heutzutage oder am heutigen Tage ist, wir machen ein Foto, Entschuldigung, wir machen ein Foto, auf ihn korrekt belichtet, auf den Mountainbiker korrekt belichtet, mit allen Blitzen an und machen dann ein manuelles HDR, würde ich schon sagen. Wir legen das gleiche Bild in verschiedenen Belichtungsarten übereinander und holen uns so den Hintergrund über eine Art und Weise hervor, wie wir ihn brauchen, nämlich so, dass noch Texturen, noch Strukturen vorhanden sind und dass wir noch auch leicht Unschärfe einbauen. Denn das ist auch noch ein großer Punkt, der dazu kommt. Wir wollen hier ein bisschen mit Unschärfe arbeiten, sodass er durch das Licht heraussticht, aber trotzdem auch nochmal der Hintergrund nicht zu penetrant wird. Denn diese vielen Strukturen, die man hier im Hintergrund sieht, die ziehen, wenn sie korrekt belichtet sind, sehr schnell das Auge des Betrachters die ziehen den Blick des Betrachters an und lenken dann natürlich auch vom Objekt ab. Und so ein leichtes Bokeh im Hintergrund, so ein schönes verschwommenes im Hintergrundbild, das ein bisschen unterbelichtet ist, das ist einfach unser gewünschter Erfolg, den wir haben wollen. Ja, das wäre erstmal zu der Grundidee. Wir können jetzt hier mal Bilder einblenden der einzelnen Blitze. Fangen wir einfach mal an. Ja? Ein Bild mal Hauptlicht. Fangen wir mal mit dem Hauptlicht an. Das ist jetzt nur das Hauptlicht auf ihn geschossen. Hatten wir jetzt gerade gemacht, als ich weg war. Dann kommt als nächstes Bild der hintere Blitz. Der gibt so ein bisschen Effektlichter, Streiflichter. Und dann als dritten Blitz haben wir hier ganz unten diesen nochmal so einen kleinen Reflektor, 90-Grad-Reflektor positioniert, der auch nochmal Streiflichter gibt. Was man hier aufpassen muss, ist, wir haben das Hauptlicht so platziert, dass der Boden noch so leicht mitbeleuchtet wird, belichtet. Und wir haben alle anderen Blitze im Hintergrund so aufgestellt, dass sie nicht den Boden erreichen. Deswegen ist auch der Blitz hier vorne so tief, dass er nur
den Mountainbiker, nur Tobias erwischt in der Luft, aber nicht die unschönen Schatten und Lichter auf den Boden wirft. Genauso der hier, der hintere Blitz, der ist hiervon abgeschirmt. Der heißt, der strahlt gegen diesen Baum, erwischt aber nicht den Boden, den wir auf dem Bild haben, sodass wir einen homogen ausgeleuchteten Boden vorne haben. Und das können wir natürlich auch noch ein bisschen durch diese HDR-Möglichkeit nachher auch hervorholen. Ja, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Es sei denn, ihr wollt euch mal ein Ergebnis angucken. Das Ergebnis, das zeigen wir jetzt gleich im Anschluss des Filmes. Mit was haben wir fotografiert? Mit Einstellungen, jetzt gibt es ja mehrere Bilder, die wir rausgenommen haben. Das Bild hier vorne wurde gemacht mit einer Blende von 9 bei ISO 200, ISO 400 waren es, bei 160 Belichtungszeit. Und die restlichen Bilder wurden ungefähr gemacht bei Blende 3,5, je nachdem, wie hell und dunkel wir sie gebraucht haben von der Belichtungszeit. Blitze haben wir genutzt, 3 Stück, 3 Elinchrom Ranger, die hier verpackt waren, aber die schon vorher ziemlich nass wurden. Ihr müsstet jetzt hier heute das nicht nachmachen in der Nässe. Ich würde es auch nicht vorschlagen, sondern nehmt euch einen trockenen Tag raus. Aber die Einstellungen an den Blitzen von den Wattzahlen waren ungefähr so bei 400 bis 500 Wattsekunden. Das heißt also gut eine ordentliche bis anderthalb Blenden unter dem Maximum, sodass die einfach schneller abbrennen und weniger verschlieren durch die Abbrennzeiten. Was noch eine Sache betrifft, die wir heute mal wieder gemerkt haben, bei Sport ist immer so, der Fotograf löst tendenziell früher aus, zu früh aus, sodass meistens das Bild irgendwie abgeschnitten wird. Wir können euch hier mal ein, zwei Fotos einblenden, die so soll es nicht sein. Ja? Das ist schmerzhafte Erfahrung von ihm, dass ich so blöd war und zu spät ausgelöst habe. Das heißt, gewöhnt euch von vornherein an, schon immer etwas später auszulösen, als ihr eigentlich denkt. Glaubt mir, man löst zu früh aus und ärgert sich danach. Also später ist da bei vielen Sportarten besser als zu früh. Ich bedanke mich nochmal bei Tobias. Übrigens, ridingtrails.com, ne? Ridingtrails.com ist deine Firma. Wenn ihr also mal Ausflüge machen wollt, Mountainbike selber lernen wollt, ich meine, ihr müsst ja nicht gerade so durchs Bild jumpen, dann auf die Seite surfen, steht alles dort. Ich bedanke mich von hier. Ja, es gibt nichts mehr zu sagen. Danke auch. Ja, warte erstmal auf die Ergebnisse. Und tschüss, ja.